Händen in den Hals. Ne? Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor uns steht ein tiefgreifender Strukturwandel. Und da ist es wichtig, im Dialog mit den Betroffenen zu sein. Ich habe letzte Woche mit 50 Betriebsrätinnen und Betriebsräten der IG Metall gesprochen, die aus betroffenen Branchen kommen. Und die haben ein unglaubliches Wissen über Energie, über Strom. Und sie wissen auch, dass der Klimawandel menschengemacht ist und dass sie neue, zukunftsträchtige Jobs haben wollen und dass sie klimafreundlich sein müssen. Und die haben ein Bild gemalt, wie die Energieversorgung der Zukunft aussehen soll. Und da steht an erster Stelle die Versorgung mit erneuerbaren Energien. An zweiter Stelle stehen die Speicher. Und das ist ganz entscheidend. Das ist ein wesentlicher Aspekt, den wir viel zu sehr vernachlässigt haben. Und das schafft Arbeitsplätze, diese dezentrale Energie. Arbeitsplätze für die Kolleginnen und Kollegen, die in den nicht zukunftsträchtigen Jobs, Branchen im Augenblick keine Beschäftigung haben. Und daher begrüße ich es ausdrücklich, dass das Klimakabinett den Weg freigemacht hat für Speicher, für Wasserstoff, für den Mieterstrom. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine ganz breite Zustimmung von den Bürgerinnen und Bürgern erhalten, wenn wir die dezentrale Bürgerenergie wieder stärker fördern, gerade auch in den ländlichen Regionen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Ausbremsen der Bürgerenergie ist klar mit dem Namen des damaligen Energiestaatssekretärs Barke verbunden. Erst unter der Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zübrichs hatte er keine freie Hand mehr. Und wir konnten mit dem Mieterstrom in die richtige Richtung gehen. Und mein Dank gilt vor allen Dingen dem damaligen Kollegen Josef Göppel von der CSU und dem Johann Saathoff, die damals noch Mut hatten und das freigekämpft haben. Dankeschön. Aber allein mit der PV geht die Energiewende nicht. Wir brauchen auch Wind. Die SPD hat für die Windenergie gekämpft, und sie wird es weiter tun, auch für die Arbeitsplätze bei Vestas in der Lausitz. Teile der Union, sie haben es uns nicht einfach gemacht, aber mit den beschlossenen Anreizen für die Standortgemeinden werden wir die Akzeptanz und den Ausbau wieder steigern. Und ich rechne mit einer Rückendeckung von vielen Bundesländern an dieser Stelle. Und wir haben ja in der Vergangenheit jetzt oder in den letzten Tagen viel über Abstandsflächen in Schleswig-Holstein geredet. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe jetzt mal diesen Koalitionsvertrag gelesen. Und die Wahrheit ist viel, viel schlimmer als das, was in den Zeitungen steht. Da sind nämlich Abstandsflächen vereinbart, die an die Höhe der Windkraftanlage ankoppeln. Fünffache Höhe. Das ist absurd. Je höher die Windkraftanlagen sind, umso mehr Strom erzeugen sie. Umso gleichmäßiger erzeugen sie den Strom, umso billiger wird das. Und wie man sowas ausschließen kann, das ist völlig absurd, das ist innovationsfeindlich und das ist überhaupt kein Modell dieses Jamaika in Schleswig-Holstein. Kollege Mintrup, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen? Na gerne. Bitte, wer? Ja, danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, Herr Mintrup, da Sie nun heute schon der Dritte sind, der auf den Windausbau in Schleswig-Holstein schimpft und meint, wir würden in Schleswig-Holstein nichts hinbekommen. Ist Ihnen bekannt, dass wir schon deutlich mehr Strom aus erneuerbaren Energien produzieren, als wir im ganzen Land verbrauchen? Dass wir in Schleswig-Holstein selbstverständlich auch mit etwas niedrigeren Mühlen, wir haben nämlich nicht so viele Berge wie andere Länder der Bundesrepublik, sehr guten Ernten einfahren, und zwar bessere Ernten als in Süddeutschland, und die 5-H-Regel deshalb keine Verhinderung ist, dass wir jede Menge erneuerbaren Strom produzieren können. Und des Weiteren diese Regel auch nicht absolut gesetzt ist, sondern wir in Schleswig-Holstein, anders als es heute mehrmals behauptet worden ist, im Koalitionsvertrag ganz klar das 10-Gigawatt-Ziel als oberste Priorität gesetzt haben und auch gesagt haben, andere Dinge versuchen wir zu erreichen, wenn Spielraum dafür da ist. Aber der Ausbau der Windenergie steht nicht in Frage. Sie haben ja als Schleswig-Holstein eine längere Küstenlinie. Sie haben bessere Windbedingungen. Damit haben Sie auch eine größere Verantwortung. Und man kann es aber nicht negieren, dass Sie in dem Koalitionsvertrag diese Höhenfestlegung drin haben. Und das schränkt das Potenzial ein, was Sie haben. Und darum geht es an dieser Stelle. Und Sie unterstellen uns, dass wir unsere Ziele nicht einhalten wollen. Wir wollen das genauso wie Sie. Wir haben das 65-Prozent-Ziel vereinbart, wir haben es durchgesetzt und wir werden es umsetzen. Das heißt, wir machen es genauso wie Sie an dieser Stelle und das ohne pauschale Abstandsflächen. Herr Dr. Hoffmann hat hier sehr nachdrücklich die Lage unserer Forsten und Wälder geschildert in Deutschland.
Aber wenn wir das Verursacherprinzip ernst nehmen, dann müssen wir auch eins tun. Wir müssen die Ursache bekämpfen, und die Ursache ist der CO2-Ausstoß. Insofern kann ich nur die FDP und auch die CDU in NRW auffordern, das Verbot der Windkraft im Wald endlich aufzugeben, weil damit schädigen Sie die Forsten und den Wald in Deutschland. Abschließend möchte ich zu zwei Punkten kommen, die immer kritisiert werden. Der erste Punkt ist, die Ziele werden nicht erreicht. Zweitens, die Ziele sind nicht ehrgeizig genug. Hier ist es schon mehrfach deutlich gemacht worden, dass Planerfüllung durch Plankorrektur aufhört, durch den Mechanismus im Klimaschutzgesetz und durch die unabhängige Überprüfung einer unabhängigen Expertenkommission. Und wir werden jedes Jahr uns mit dieser Frage beschäftigen, und wir werden handeln. Das kann ich Ihnen an dieser Stelle versprechen. Und das Zweite ist der Punkt, es wird gesagt, die Ziele sind nicht ehrgeizig genug. Dann muss man sich anschauen, wir sind Teil der Europäischen Union. Und wir gehen freiwillig voran mit dem Kohleausstieg. Wir haben den Konsens in der Kohlekommission geschaffen, und wir schließen Kohlekraftwerke und wir reduzieren die Emissionen dadurch, dass wir weniger Zertifikate versteigern. Das machen wir freiwillig, und das machen wir als Vorbild in Europa. Und wir haben extra dafür gekämpft, dass das Emissionsrecht in Europa so geändert wurde, dass wir das tun konnten. Und das müssen Sie auch mal zur Kenntnis nehmen. Und dann gelten für uns, weil die EU ja auch Teil des Pariser Klimaabkommens ist, die Ziele der EU. Und Sie wissen, dass im Augenblick wird darüber nachgedacht, die Ziele zu verschärfen. Die Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ja gesagt, wir müssen das Ziel anschärfen. Und in dem Beschluss der Koalition steht ja auch drin, dass wir das unterstützen. Und das hat natürlich auch Folgen für uns in Deutschland. Und ich kann nur daran appellieren, dass wir ja europäisch vorgehen, in der Solidarität mit unseren Nachbarn gemeinsam. Und es ist klar, es wird schärfer werden. Und wir müssen besser werden. Aber wir müssen die Menschen mitnehmen. Und das tun wir mit dem, was wir hier getan haben. Und man sollte aufhören, das schlecht zu machen. Es geht darum, dass dieses Industrieland Deutschland es schafft, Klimaschutz, Industriepolitik, Wohlstand, Arbeitsplätze und einen Sozialstaat zusammen hinzubekommen. Und das werden wir schaffen. Und ich hoffe auf die breite Unterstützung dieses Hauses. Dankeschön. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bevor ich dem letzten Redner in dieser Debatte das Wort gebe, bitte ich all die Kollegen, die dort hinten stehen, Platz zu nehmen. Zweitens bitte ich darum, den Geräuschpegel zu senken, so dass wir dem Ganzen hier folgen können. Drittens gebe ich den Hinweis, den ich am Anfang schon mal gegeben habe. Ich lasse, wenn ich den Wunsch einer Frage oder Bemerkung zulasse, vorzugsweise diejenigen hier vor, die noch nicht in der Debatte geredet haben und auch nicht mehr in dieser Debatte zu Wort kommen. Und ich lasse in keinem Fall innerhalb eines Redebeitrages von 5 Minuten 2 Fragen und Bemerkungen, die diese Redezeit dann zum Schluss noch verdoppeln oder verdreifachen, zu. Das sind die Regeln, die wir uns auch hier gemeinsam gegeben haben, um durch die verabredete Tagesordnung zu kommen. So viel für unser weiteres Vorgehen. Das Wort hat der Kollege Alois Gehrig für die CDU-CSU.